Die österreichische Frauennationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Qualifikation einen klaren Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Dominik Thalhammer setzte sich in Wiener Neustadt gegen Finnland mit 4:1 durch. Nicole Biller und Sarah Zadrasel sorgten für die Führung, die Finninnen kamen durch Linda Sällström unmittelbar vor der Pause zum Anschluss. Nur 4 Minuten nach Seitenwechsel stellte Viktoria Pinsar den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Den Endstand fixierte Biller mit ihrem 2. Tor. Neben dem klaren Sieg gab es auch das Comeback von Lisa Makkars zu bejubeln. Die 26-Jährige feierte nach ihrem bei der EM 2017 in den Niederlanden erlittenen Kreuzbandriss die 3. schwere Knieverletzung ihrer Karriere, nach 401 Tagen die Rückkehr ins Nationalteam. Für uns war wichtig, unser Spiel weiterzuentwickeln. Wir haben vieles umgesetzt, was der Trainer von uns erwartet hatte, sagte Zadrasel nach der Partie beim ORF. Ganz zufrieden bin ich nicht. Im Bereich der Spielfortsetzung hätten wir bessere Lösungen finden können, sagte Coach Thalhammer. Die Entwicklung war insgesamt während dieses Lehrgangs aber sehr positiv. Ich glaube, dass wir in den nächsten 2 Jahren zur Weltspitze aufschließen werden. Damit belegen die Österreicherinnen in Gruppe 7 der WM-Qualifikation Platz 2, verpassen allerdings das Playoff der 4 besten Gruppenzeiten und die WM-Endrunde in Frankreich. Dies war allerdings bereits vor der Partie am Dienstag klar. Österreich, Finnland 4:1, 2:1, Tore, 1:0, Bella, 7. 2:0, Zadrasel, 34. 2:1, Sällström, 45. 3:1, Pinsar, 49. 4:1, Bella, 68. Österreich, Zinsberger, Wenninger, Kirchberger, Puntigam, Zadrasel, 77. Weilharter, Schichtel, Dunst, 46. Pinsar, Prohaska, 67. Makkars, Aschauer, Feiersinger, Billavm. Qualifikation 2019, Österreich gescheitert, Platz Nationsamt 1, Spanien 700.212, Österreich 512.163, Finnland 314.104, Serbien 21.475, Israel 0171, Werbung.